böse Facebook. Ich begrüße euch total recht herzlich, euer Medienkanzler hier, Filmpool, Komparsen und so weiter in einem sogenannten Drehort, der nicht immer, sondern auch, wo man reingehen kann. Ein Job, wo man arbeiten kann, E-Casting, ist ja, war heute um die Uhrzeit da oben schon voll. Es war schon voll, aber trotzdem in eigener Sache. Analyse, neue Idee, Analyse Facebook. Was will uns Facebook sagen? Was soll Facebook eigentlich sagen? Ich meine, der Hersteller von Facebook, Mr. Zuckerberg, hat 47 Milliarden durch unsere Arbeit. Also wir kriegen nichts dazu, wir sollen ja noch bezahlen. Also alle sozialen Medien, Google und wie die alle heißen, die werden richtig reich. Microsoft mit seinem Windows wird richtig reich oder wurde richtig reich. Also die werden alle richtig reich. Also in so einem Posting steht, du lebst, damit ein anderer besser leben kann. Ja, das ist so. Ja, du bist geboren worden, damit ein anderer durch deine Arbeit, durch das, was du machst, durch deine Kreativität so richtig reich wird. Deine Belohnung ist nachher mit dem Spitznamen Hartz IV, je nachdem, wo du lebst. Ja, in Afrika kriegst du ja gar keine Belohnung. Also sprechen wir hier mal Deutsch. In Deutschland, das merkwürdige Deutschland, das durch 16 geteilt werden muss, ist nämlich ein Bundesland. Vereinigtes Bundesland Deutschland, so ungefähr sollte es wirklich heißen. Die Grundrechte, die da dauernd hochgefahren werden als irgendwelche Verfassungen und so Scherze, dann frage ich mich, warum haben wir hier in Nordrhein-Westfalen seit 1956 auch ein eigenes Grundrecht? Das heißt, Grundrecht NRW ist kein Scherz. Das ist am 18.06.1956 verabschiedet worden. Ich meine, das NRW wurde ja auch verheiratet. Das hat man ja auch im Jahre 2016 gefeiert. Also 1946 wurde das nordrhein-westfälische Nordrhein mit Westfalen verheiratet. Die Briten haben das gemacht. Und das wurde dann gefeiert. So, wenn man sagt, einer sagt, ich hätte gern die Adenauerzeit zurück, Adenauerzeit, so 56 aufwärts, mit diesem ganzen Schwung, der dahinter, ja, so die 60er, 70er, 80er Jahre, dann kommt einer vorbei und sagt, Herr Hitler, hallo, ich weiß nicht, was los ist. Also Facebook ist irgendwie der Knaller, Facebook ist irgendwie der Oberknaller, Facebook ist irgendwas für Knallköpfe. Da werden jeden Tag irgendwelche lustigen Sachen gemacht. Ja, da muss ich auch gleich drauf reagieren. Also, bei Facebook werden täglich lustige Sachen gemacht. Unser einer, der Urvater mit, also wie das erfunden wurde, in den 90ern. Und wie alles so angefangen ab 79. 1979 nannte man das BTX, da konnte man also auch schon mit anderen kommunizieren. Danach der Akustikkoppler konnte man mit Leuten informieren. Dann AOL, die große Zeit mit AOL, die große Zeit mit Skype, die große Zeit mit ICQ. Ja, ICQ, Skype. Okay. Heute Facebook und nur noch Google. Also die beiden. Facebook, Google, Google, Facebook. Mal mögen sie sich, mal mögen sie sich nicht. Ja, und dann, wie gesagt, hat man dann die YouTuber. Die Y-Gesellschaft. Die dann. Und der Erguss, der dann ergießt sich hier online in der Welt des Netzes. Meine lieben Freunde, ein Netz spinnt meistens eine Spinne, oder? Ein Netz wird gespannen durch eine Spinne. Und jetzt können wir mal darüber nachsinnen, wenn man Facebook liest, wenn man Facebook sich das anschaut, rauf und runter, die täglichen News, die wir selbst verfassen. Wenn man sich so einen Spaß erlaubt, da eine Satztextur, was macht Thomas mit den drei Bussen? Und schon geht die Post ab, da mit Holocaust und was weiß ich nicht. Meine lieben Freunde, wenn man lesen kann, steht da, was macht der Thomas mit den drei Bussen in Dresden? So, drei Busse in Dresden, ja, hat nichts mit Holocaust zu tun, hat nichts mit dem Dritten Reich zu tun. Wir schreiben das Jahr 2017. Wir haben Dresden 2017 und da stehen in Dresden im Jahre 2017 drei Busse hochkant. So, das hat nichts mit dem Jahr 1914 zu tun oder 1917 zu tun. Was ist denn los mit euch? Irgendwie, was macht ihr denn? Leben wir denn nur noch in einer politischen... Hallo, du lebst, damit ein anderer reich wird. Ja, kapier das endlich mal. Also irgendwie raff ich jetzt das nicht. Morgen, Grüße. Ja, machen wir.
So, also wie gesagt, das ist eine Ankündigung. Ich mache irgendwann mal eine fette Sendung darüber. Eine fette Sendung über Analyse, Facebook, Analyse überhaupt, Netz. Und wer ist denn überhaupt die Spinne? Wer spinnt sich denn da irgendwas zurecht? Ist Google die große Spinne? Keine Ahnung, ist irgendjemand. Es gibt ja einen Billionär, der mehrmals verurteilt wurde und der viel Stunk macht. Aber egal, Leute, ihr merkt vieles nicht, aber ist egal. So, dieses Ding hier hat sich selbstständig gemacht, deswegen kam die SMS. Vorhin hattet ihr das gehört, ping, ping, ping. Solche Dinger machen sich schon mal selbstständig. Derjenige welche hat mir nur gesagt, dass er gehört hat, wie ich gesprochen habe. Ja, also weil das Ding hat irgendjemanden gewählt. Ne? Smartphone wählt selbstständig. Das sind alles so Sachen. Ich tippe da mal eben rein, das böse Ding. Ne? Böse Ding, ja. Okay, bis später. Ja, ich meine, solche Videoclips hier haben wir früher, wie wir das erfunden haben, 1995, nach der Cebit, hat man die Idee. So, und heute ist das ja, ne? Heute gibt es Klebebilder von YouTubern. YouTuber als Stars. YouTube der Star. Nun, ich bin YouTuber. Frau Hannelore Kraft ist YouTuber, aber Frau Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin, wie auch ich, sind Seven Loader. Ja? Wir waren mal Seven Loader. Seven Load war mal eine Firma in Köln. Und das hat wirklich viel Spaß gemacht. Sowas jetzt hier, so ein Videoclip auf den Weg bringen, hätte bei Seven Load schon Ärger gegeben, weil sich einer dann hätte eingeklinkt und hätte über dieses Video dann gerichtet. Ja, so war das früher. Früher wurde über einen Videoclip gerichtet. Kannst du nicht, lass es, mach es nicht und so weiter. Ne? Ja, so sieht es aus. Heute sind wir eine Menge. Ich kann alles gar nicht aufzählen. Flickflack und Instagram und keine Ahnung, eine Menge. Also ich habe auch keine Zeit, eine Menge zu machen. Ich bleibe ein YouTuber. Ich bin und ich bleibe ausgebildet und ich wurde weitergebildet. Das hier ist ein Geschäft. Das ist eine Geschäftsform. Film, Foto, Produktion. Hier werden Filme gedreht, die leider nicht immer gezeigt werden können. Ich kann euch ein paar Schnappschüsse zeigen, ja. Kind, also Mädchen ohne Hände nach Grimms Märchen 48 wurde schon da hinten gedreht. Hier wurden Castings gemacht für Budweiser und andere Castings wurden hier gemacht. Der letzte Bulle und dann, wie gesagt, die 10 Jahre Stromberg. Die 10 Jahre Stromberg, da zehren wir ja alle noch ein bisschen von. Ja, auf dem Weg grüße ich wieder Martin Binias. Auf dem Weg grüße ich den Herrn Wendler, Frank Wendler, ich grüße euch alle, ihr wisst, wer ich bin, euer Medienkanzler hat heute mal ein bisschen Lust, weil die Frage gestellt, was macht Sturm Tief Thomas mit den drei Bussen in Dresden? Und da kam ein Klamauk raus, deswegen habe ich halt die Kiste hier mal angemacht. Ist ja, ich lese gerade, dass es 7 Planeten gibt mittlerweile. Man hat ja das neue Teleskop, also ein 40 Meter großes Ding da im Weltall, im Universum schwebt ein Teleskop und sieht alles und funkt zu uns und hat festgestellt, dass es 7 erdähnliche Planeten gibt und davon sind 4 bewohnbar. Man müsste die dann so wie bei Total Recall einfach wandeln. Ja, Sauerstoff, das Eis zu Sauerstoff machen und so weiter. Also ich hätte jetzt Bock drauf. Ich hätte jetzt Bock drauf, ein Raumschiff zu bauen und zu irgendeinem Planeten und den dann richtig Terraforming zu machen. Vielleicht gibt es ja auch schon wirklich Außerirdische dort, aber die Lichtjahre Entfernung ist halt. Wir haben halt noch nicht die Vulkanier getroffen, wir haben halt leider noch nicht den Warp-Antrieb, ja, Warp 1, Warp 2, dann kommen ja die Vulkanier, wisst ihr ja, ne? Dann Cochrane, ne? Ich kenne den Herrn Cochrane nicht, ich weiß nicht, bei Star Trek hat der Cochrane da das Warp erfunden. 1, 2 sind sie da durch die Gegend geflogen und dann kamen die Vulkanier. Ja, ja. Vielleicht kommen ja auch irgendwann mal die Vulkanier. Vielleicht ist ja dann irgendwann mal Star Trek oder Star Trek wird wahr und Star Wars nicht, weil mit dem Lichtschwert klappt irgendwie nicht. Star Wars, Star Trek. Also ich mache heute hier mal so ein Videoclip für diejenigen, welche, die gerne wissen möchten, was Medienkanzler bedeutet, was Film, Fotoproduktion bedeutet, was dieses Medienhaus bedeutet, was dieses Copyhaus bedeutet, das multi-internationale Industrie 4.0, was hier auf den Weg gebracht, in einem kleinen, schmuddeligen Ort, wo kaum einer weiß, was das überhaupt ist. Viele können auch nicht einmal mit dem Smartphone umgehen. Also, das ist ein Ort hier,
wo halt Hightech vom Allerfeinsten, Frau Hannelore Kraft, hat den Medienkanzler also mich gefragt, warum kümmerst du dich eigentlich um alles? Ganz einfach, wenn es meinen Kunden oder wenn es den ganzen Kunden gut geht, ja, geht es mir auch gut. Ja, weil ich mag Spaß, ich mag Freude, ich mag das gute Wort, ja, ich mag Lächeln. Also ich mag die uralte Zahl von 1956. Ich meine, die war nicht rau oder böse, nein. 1956, das war so ein Aufbruch, ja, so eine Aufbruchstimmung. Wirtschaftswunder, ja. Man konnte Urlaub machen, man hatte den ersten VW-Käfer, dann den ersten Camping, man machte Camping und so weiter und so fort. Geendet hat das Ganze so nach den Campern, also wie die Camper, also vor 25 Jahren die Camper mit Willy Tomczyk und alles und dann die Brutzler und all so ein Quatsch. Ich kann euch nur eins sagen, da war eine schöne Zeit, fand ich. Ne? Marto hat Grüße, ich komme. Moin. Mal gucken. Okay, ich bin jetzt mal wieder. Ja, ist es wieder. Okay. Wer die Zeit sieht, merkt das schon einige Zeit meines vergangen. Es waren unheimlich viele Kunden gerade wieder da. Was wollte ich sagen? Eine Frau, selbstständig im Sportbereich, hat eine These. Seitdem die Frauen arbeiten, haben wir weniger Arbeit, somit auch mehr Arbeitslose. Weil früher war die Frau zu Hause, war Mutter und hat in ihrem Bereich. Und nur der Mann hat schwer oder halt gearbeitet. Ja, ist eine tolle These. Also wenn weniger Frauen oder wenn Frauen überhaupt nicht arbeiten würden, auch nicht in der Politik, wenn Frauen wieder Frauen wären, so wie früher, im 19. Jahrhundert, mehr Teeklatsch und so weiter und so fort, und für mehr Freude zuständig, hätten wir vielleicht mehr Arbeit und hätten weniger Arbeitslose, vielleicht hätten wir auch eine bessere Zeit. Eine tolle These. Das ist eine These. Einer selbstständigen Frau, nicht meine These. Also ich habe ja eine andere These. Meine These ist ja, dass wir verkauft wurden. Wir sind Ware. Und wir toben hier bei Facebook rum und haben da unheimlich viel. Der eine schreit immer Sieg Heil, warum weiß ich nicht. Der möchte auch alles, dass ich in Englisch mache. Please, in Englisch. Und weil ich es nicht mache, not in English, that's all, schreit er da immer Sieg Heil bei Facebook. Keine Ahnung. Soll er machen, was er will. Ich guck mal eben hier. What is the empire was based on the Nazis? The empire was based on the Nazis. Er selber ist auch Star Wars Freund, Fan. John Case heißt er. John Case hat Darth Vader in seinem Avatar. John Case hat sein Avatar. Dinges. Und this is my military act. So, ne? Keine Ahnung. Der schreibt sich da einen heißen. Auch Englisch kann schon mal verwirrend sein. Auch wenn man Englisch, ne? Also ich bin Englisch mächtig. Das ist eine Frau, so halbnackt, ne? Ziemlich gut geboost, ne? Sieht gut aus, schön blond. Und die erzählt dann immer da, wie so ein Weltmeister über Star Wars. Man kann Star Wars auch nazifizieren, man kann auch Star Wars auf Nazi, ja, sie macht auch so statt so. Naja, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das Video auf dem Klo, ne? Ja, macht ja so manch einen froh. Es ist Karneval und keiner geht hin. Es ist Sturmtief Thomas, der kommt nicht vorbei. Ja, ist eine Menge. Ne? Es ist Winter und hier, wir hatten keinen. Ja, mein Bart ist momentan ab, ist richtig. Ich habe mich rasiert, haben die Kunden also auch schon gemerkt. Aber er kommt wieder. Ne? Ich will hoffen, dass die nächsten Videos wieder hier strubbelig, drei Tage Bart und so. Kriegen wir wieder hin. Ne? Ja, ich sag nur ein Wort. Achtung, lol. Ne? Achtung, lol. Ja. Wie gesagt, es ist schon eine tolle Geschichte. So mit Star Wars ist Facebook, also die Welt von Facebook, die Welt mit YouTube. Wenn ich so drüber nachdenke, ach, das waren so Zeiten. Ich weiß nicht, was die Nicole hier, ich habe hier die Nicole Arborfeld, keine Ahnung, ihr habt so ein Video. Ich zeige es euch beim Sondersender. Beim Sondersender könnt ihr sie sehen, da legt die da richtig los, macht dann auf diesen da. Das ist irgendwie so eine Star, why to spank Kids, why
to spank kids with spanking kids needs to return with a vengeance. Vengeance. Hm. Why to spank kids? Nicole Arbour. Arbour. Nicole Arbour. Die legt da so richtig los. So, Facebook. Also ich werde irgendwann so eine Sendung machen, werde ich irgendwie Facebook mal analysieren, über Facebook mir das anschauen. Ich weiß, das fängt wieder an, dann kriegt man wieder Ärger, weil dann wieder Drittanbieter dazwischen sind. Ist klar, weil wenn ich über Facebook philosophiere, muss ich halt auch im Green Room arbeiten, wie quer. Ich denke, ich werde mal so Facebook quer machen. Ja, quer Facebook. Mal Facebook auseinandernehmen. Facebook ist ein Haufen von, die Frage lautet nur welchen, welcher Haufen. Also da laufen Thesen, die mal, ne, oder irgendwas. Und ja, ich weiß, alles Selbstdarsteller und so weiter. In Wirklichkeit ist das ja alles Verkauf. Ne? Die YouTuber, gibt es ja so Klebebilder, die könnt ihr euch jetzt kaufen. Ihr könnt jetzt die YouTuber, so Klebebilder, wenn ich Glück habe, finde ich das irgendwo. Und dann werde ich es auch kaufen, damit ich es vor die Kamera halten kann. Also noch einmal, wir sind eine Filmfotoproduktion. Wir brauchen auch Kulisse, wir brauchen Gegenstände, um damit im Hintergrund irgendwas zu machen oder irgendwas in die Hand zu nehmen, ja, in die Hand zu nehmen, um daraus was zu machen. Wir haben die Star Wars Lounge, mittlerweile gehen die bösen Figuren aus dem Drittreich und Ditko und wie die alle heißen, gehen, ne? Also Adolf und Co. als Figur, als große Figur, die gehen, sind weg. Das war einmal, wir hatten 2014, 100 Jahre, den Ersten Weltkrieg, 2014, und dadurch hat man die ganzen Figuren. Sind Sammelfiguren, die können wertvoll werden, ja, ist richtig. Wir verkaufen sie halt auch für wenig, uns egal, mir persönlich auch egal. Die Sammler, die solche Figuren sammeln und daraus sehr viel Kapital gewinnen möchten, mittlerweile so eine, Hitlerfigur, 30 cm, über 1000 Euro bei Amazon. Bei Amazon kann man Hitler kaufen. Ja, bei Amazon kann man. Gestern hatte ich eine Kundin, die sagte: Hör mal, fahr mal nach Griechenland. Ich verstehe euch nicht. Ich verstehe euch Deutschen nicht. Griechenland, Ungarn, ja? Griechenland, also alle. Alle um uns herum, da kann man Nazi-Klamotten kaufen. Ja? Kostüme, echte Helme, echte Waffen, echte. Alles aus der Zeit kann man kaufen. Auch die Figuren, auch Wein, mit Adolf Wein. Und so weiter. In Indien zum Beispiel kann man in so ein Restaurant gehen, das heißt Hitler, ein Hitler-Restaurant. Da gibt es auch so eine Herrenbekleidungsfirma in Indien, der heißt Hitler. Und das Hakenkreuz überall und so weiter und so fort. Und hier darf man gar nichts. Hier darf man noch nicht mal deutsch sein. Wenn man deutsch ist, wird man sofort an die Wand und so weiter. Und man wird auch immer wieder auf diese 12 Jahre reduziert. Ja, Deutschland wird auf 12 Jahre reduziert, dabei gibt es Deutschland schon knapp 2000 Jahre. Und aus dem 8. Jahrhundert ist das alles schon, und die Kelten und so weiter und so fort. Aber nein, man reduziert Deutschland auf 12 Jahre. Deutschland wird reduziert auf 12 Jahre. Ja, ja, man darf schon gar nicht mehr deutsch sein, man darf schon kaum noch deutsch sprechen. Ja, ist halt so. Das nervt, weil um uns herum, in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Da kannst du Nazi-Klamotten kaufen. Da kannst du Nazi-Sachen kaufen. Im Kaufhaus in Ungarn kannst du für 159 Euro im Regal Adolf Hitler kaufen, Mussolini kaufen, Goebbels, Himmler, ach wie die alle heißen, kannst du für 159 Euro in Ungarn kaufen. Ja, du kannst auch da mit Hitler-Klamotten durch die Gegend laufen. In der Niederlande kannst du spazieren gehen, in London, in England selber kannst du Hitler frönen, da wird sogar gekämpft, da gibt es sogar die Schlacht der Normandie wird nachgemacht und so weiter. Sogar in Frankreich, wohlgemerkt. In Frankreich, da unten an der Normandie, wird alle Jahre mal da so ein Hype gemacht, nur hier nicht. Also in Deutschland darf man nicht deutsch sein, in Deutschland darf man gar nichts mit Deutsch, ne? Gar nichts, dann ist man böse. Ich will mal drüber nachdenken. An alle lieben Deutschen, normalen Deutschen, deutsch geboren, hier aufgewachsen, in diesen Ländern, 16 Bundesländer, vereinigtes Deutschland, nicht zwei, sondern vereinigtes Deutschland, 16 Bundesstaaten, ja, Bundesländer, ja.
wir alle sollten mal irgendwann wach werden und sagen, stopp mal, wir sind Deutschland, 16 Bundesländer, sollten wir nicht mal ein Deutscher machen? Ne? Sollten wir nicht, denn wir wählen die Macht und die Macht freut sich, dass sie dadurch durch das Wählen reich wird. Ja, ich bin geboren worden, um zu wählen. In dem Moment, wo ich wähle, wählt ein anderer reich. Der wird richtig reich. Dabei sind es nur Vereine. Ja, wenn die Leute austreten, ist der Verein platt. Dann gibt es die halt auch nicht mehr. Oder man ist ziemlich klein. 100 Leute im, ne, in jedem Land 100 Leute. Ja, sind gerade mal, wenn man Glück hat, 16.000 Leute. Dann ist das so, dann, ja, das ist so wenig. Das ist zu wenig. Lassen wir die mal. Ne, lassen wir die mal. Ne? Ja, ob die nur NPD heißen oder sonst wie. Nicole Arbor. Nicole Arbor. Muss ich mal übersetzen, was die da von sich gibt. Okay, I need you. Why to spank kids? Why to spank kids? Was immer das auch sein mag. So, ich hatte einfach mal Lust dazu. Also ich rufe auf. Ich werde so ein Facebook-Rebell. Ja, ich werde rebellieren. Ich werde Facebook rebellieren, ich werde mir das alles noch genauer anschauen und werde dann darüber nachgucken, wieso, weshalb, warum die das machen, welcher Zweck dahinter steckt, wer das produziert, wer das herstellt und ob die da viel Geld bekommen oder ob das wirklich Unterhaltung ist, so wie das hier. Das ist reine Unterhaltung, das ist Spaß an der Freude, Spaß mit der Kamera zu arbeiten. Mahlzeit, hallo. Hallo, ich bin's. Okay, nix wie dran. So, zum Schluss. Eine Hommage an meine Kunden. Eine Hommage an alle Kunden. 7,4 Milliarden Kunden könnte ich rein theoretisch erwarten. 7,4 Milliarden Menschen könnten oder man könnte sich mit ihnen unterhalten oder für sie tätig sein. 7,4 Milliarden Menschen. Dennoch die These der jungen Frau, die auch selbstständig im Sportbereich, wo sie sagte, seitdem die Frau arbeitet, haben wir Arbeitslose, also mehr Arbeitslose. Hört sich gut an, ist ja auch Gott sei Dank nur eine These. Also ich liebe meine Kunden, ich finde die alle super. Die haben alle irgendwo, irgendwie haben sie wunderbare Ideen und bringen die auch. Und durch den Datenschutz, der hier ist, weil auch viele Schauspieler, Komparsen und auch viel hier gedreht wird, darf man ja auch, wie gesagt, oder man erfährt dadurch vieles. Man hat mit vielen Kollegen gesprochen und irgendwann, wenn wirklich Zeit ist und auch Geld über, weil eine Produktion kostet richtig viel Geld, diese Produktion kostet nur Zeit, die ich mir nehme, um daraus ein Video zu machen. Wenn einer guckt oder zwei gucken, freut es mich und dann ist okay. Ich mag wirklich alle meine Kunden und ich finde auch super toll, wenn wir uns hier unterhalten, ohne laufende Kamera, weil viele Thesen, wie gesagt, hier in diesem Raum hin und wieder doch mal sich bewegen. Ich habe sehr viele Musik, also sehr viele Künstler aus allen Sparten. Jetzt gerade vor ein paar Sekunden, das war eine musikalische Künstlerin. So, Noten. Hier die Mannschaft von Katzenklo. Ja? Hier wurde... ja, hier wurde die Partitur von Katzenklo, ja, Helge Schneider, wurde hier kopiert. Ist also kein Scherz. Ja? Also hier wurden schon die Supernasen, Drafi Deutscher, der Bassist, war auch schon mal hier, hat auch seine Sachen. Hier wurden die Originalsachen von den Supernasen kopiert, vervielfältigt, hergestellt. Hier wurden Plakate gemacht für große Sachen und so. Also es macht schon tierisch viel Spaß. Hi, Grüße! Ja, morgen! Morgen! Ich muss noch mal okay. Nahm an, ich wäre schon am Ende, aber war ich doch noch nicht. Ich habe heute so viele internationale Kunden und ich mag meine internationalen Kunden, weil Internationalität, das macht so viel Spaß. Ja, also viele, und das fällt mir persönlich auf, merken nicht, dass ihnen die Freiheit genommen ist. So, ab einem gewissen Alter steht man da und fragt sich, wow, ne? Das wird geändert, dies wird geändert, jenes wird geändert. Die alten Menschen hier, die wirklich alten Menschen, die, also wirklich noch die alten Menschen, ne? Also nie mit der Technik nicht so zu, na, wir sind ja Industrie 4.0, wir sind ja die allerneuesten, mit der allerneuesten Technik, auch wir hier per Handy bezahlen, Karte, Plastik und so weiter, also Industrie 4.0, also hier kann man ja
Ne? Wir kriegen das Video, bearbeiten, schicken das wieder zurück und so weiter. Also hochgradig modernste Technik. So, aber trotzdem, nicht alle sind so hochgradig. Deswegen haben wir das ja hier. Wir haben die allerneueste Technik hier erarbeitet, damit jeder diese allerneueste Technik er auch in der Beratung bekommen kann. Gut, ich hatte jetzt nicht so viel Zeit, jemand seinen Lebenslauf dort zu schreiben, weil analog sind wir immer noch. Ja? Wenn ich per Hand schreibe, kann ich natürlich nicht auf dem Computer geschrieben haben, ist klar. Wenn ich dann auf dem Computer schreiben möchte, dann brauche ich halt ein Digital-Pad. So, auch das werden wir demnächst anbieten, weil wir sehr viele internationale Kunden haben, die per Hand schreiben und dann dieses, was wir per Hand geschrieben haben, auf den Computer überarbeitet. Das heißt also, alles, was ich analog geschrieben habe, muss ich ja dann auch in den Computer einarbeiten, um es nachher als Blatt Papier wieder zu erhalten im Druck. So, im Druck oder ich in der E-Mail. Das, was ich auf analog mit meiner Handschrift auf dem Blatt Papier niedergeschrieben, muss ich ja irgendwie elektronisch erfassen. Können wir scannen, ist richtig, sehe aber dann nicht aus, wenn die Handschrift nicht dementsprechend aussehen würde. Ich hatte gerade so einen Fall, arabisch, ich habe ja sehr viele arabische Kunden und ich habe alle Kunden, deswegen internationale Kunden, ich bin hier international verwoben. Viele Kunden helfen sich auch miteinander, weil ich überwiegend Deutsch, Französisch und Englisch kann, aber den Rest kann ich nicht so, ich kann nicht alles. Und internationale Kunden bedeutet, dass die Welt ist analog, wir sind keine digitalen Leute, wir sind keine digitalen Bürger, wir sind keine digitalen Menschen, wir sind analog, wir sprechen noch miteinander, Auge in Auge, wenn es sein muss, oder am Telefon etc., also mit einer Technik. Und wie die Technik abgehandelt wird, ob der neue Voice over P, also über Digitalverschlüsselung meine Sprache dann übermittelt wird, oder so wie hier H.265 aufgezeichnet wird, und dann umgesetzt wird dieses H.265 in MP4, MP3 als Ton und so weiter, dann ist ja eine andere Technik, das ist Technik. Aber wir Bürger, auch meine Kunden, bleiben analog. Ja, wir müssen auch miteinander reden und so weiter. Ich habe natürlich nicht persönlich immer so viel Zeit, fremde Lebensläufe zu schreiben, fremde Bewerbungen zu schreiben. Ja, ist unser Angebot ist richtig. Wir bieten ja eine Menge an. Wir bieten ja auch Bearbeitung an. Wir haben hier die Schreibstube, Kopierstube. Ist ja alles da. Aber die Technik, die euch alle so begeistert, auch bei Facebook euch alle so begeistert. Facebook für mich persönlich nur eine reine Unterhaltungsquelle. Wenn mir da zu bunt wird, mache ich das aus. Aber die Frage, die ich jetzt hier habe, ist und bleibt, was soll denn jetzt hier werden? Aber ich sehe gerade da muss ich was entfernen. Da hat einer was hängen lassen. Ja, das passiert auch. Da hat einer seinen USB-Stick im Computer hängen lassen. Das werde ich da eben mal herausholen, aus Sicherheitsgründen. Der Kunde wird sicherlich gleich wiederkommen. So, wir haben hier die höchste Sicherheitsstufe. Der Kunde hat seinen Stick liegen lassen. Den könnte ich jetzt auslesen, tue ich aber nicht. Höchste Sicherheitsstufe, dieser Stick, so wie er ist, wird jetzt in einem Safe gelegt, bis der Kunde kommt und diesen wieder abholt. Ja, also wir haben hier die höchste Sicherheitsstufe im Datenschutz. Der Kunde kann hier machen, was er möchte. Wir greifen auch nicht ein, nur dann, wenn der Kunde es möchte. Und wenn ein Kunde seinen Datenstick liegen lässt, wird der archiviert, solange bis der Kunde diesen abholt. Oder sonstige Sachen. Egal, was die Kunden dort machen, in ihren Bewerbungen, in E-Casting, der Künstler, Bildbearbeitung, Herstellung auch hinten, wenn die da arbeiten und ihre Filme machen, höchste Datenschutz, danach wird alles gelöscht. Auch wenn wir unsere Fotoarbeiten machen, unsere Filmarbeiten machen, danach wird alles gelöscht. Die Filme werden gelöscht, die Bilder werden gelöscht. Juhu! Ist auch keiner da? Ja, ich komme ja. Hallo, ne? Ja. Ist mein Kaffee, weil ich habe das Schutz hier drin. Alles ein Bild braucht. Ich muss auch gleich los, weil es ist ja schon drin. Wieder ohne Beistehen. Oh, Scheiße, ich muss los. Ja, schade, ich bin spät. Vergiss die Taste, ich muss. Ja, bis später. Ja, bis später. Ach ja.
dachte, wäre Kamera aus, aber egal. ja, das ist der Sturm. wir hatten den Sturm Thomas. Ne? Dieses gute Stück, ja, flog von hier vorne, flog da ziemlich weit und die Kundin hat mir das gerade gebracht. Ich finde auch sehr nett, dass die Kundin mir auch, ah, herrlich, den Kaffee gebracht hat. Herrlich, 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 ach, herrlich. Na? Ja, der Thomas hier, der Thomas hat das dann durch die Gegend gewirbelt. Hammer. Ja? Ist ja richtig, sieht ja richtig cool aus hier. Unsere Öffnungszeiten hier. Kann ich jetzt neu machen. Werde ich jetzt neu machen, neu fotokopieren, weil so kann ich auch draußen wieder hinhängen, ist ja wurscht. Ist ja eh draußen. Ne? Ja. Das ist so die Ausbeute vom lieben Thomas, den Sturm, den wir da hatten. Ne? Ja, okay. Oder diejenigen, die das immer abreißen und irgendwo hinschmeißen. Ich krieg's ja wieder. Für die, die das Video sehen, also sollte das einer abgerissen haben und demonstrativ irgendwo hingeschmissen haben, weil ich wusste ja, wo es lag, jedenfalls nicht hier vor der Tür. Ihr seht, es kommt immer wieder zurück und ihr werdet auch beobachtet. Also die, die das machen, also die, die das abreißen, wir wissen ja, wer es ist. Ich weiß jetzt nicht, warum er es macht, aber es ist eure Sache. Mich stört es nicht. Also ich bin da ziemlich human. Ich liebe meine internationalen Leute. Ich reg mich darüber nicht auf. Es gibt nun mal internationale Leute, die der Meinung sind, wir müssten Ärger verursachen. Denen ihre Sache. Ne? Alles klar, da macht ihr weiter euren Mist. Und ja, also das hier muss ich gucken, ob ich das sauber mache und hinhänge. Oder ob ich ein neues mache. Hm, muss ich gucken. Alles klar. Ich wünsche euch tollen Karneval, ich wünsche euch viel Spaß, ich wünsche euch ein tolles Wochenende und ich hoffe euch, das Video hat Spaß gemacht. Also ich arbeite noch dran, es ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich möchte so eine richtig tolle Sendung wieder machen, so eine Art Facebook-Analyse-Sendung oder so. Ich sehe auch gerade Kapstadt, irgendwo in Afrika. Alles klar, macht's gut, ich hau mir jetzt den Kaffee rein. Ne? Und alle, die dann hier dauernd abreißen und durch die Botanik werfen, ihr seht, ich kriege es immer wieder zurück, aber egal, macht's gut.